Da sind wir wieder bei Tales of Celia. Elvin, der Arsch, ist tatsächlich wieder in unserer Gruppe. Ich kann es kaum glauben. Und er kriegt auch noch hier Punkte. Warum? So ein Arsch. Wenigstens hat er uns geholfen, die Wachen auf eine andere Fährte zu bringen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Können wir ihm wieder vertrauen? Ich will es eigentlich nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier wieder wechseln. So. So gehört sich das. Und ich suche Carla. Wo ist Carla? Die könnte natürlich wieder im Gasthaus sein. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Die könnte aber natürlich auch ganz woanders sein. Was ich dann scheiße finde. Weil ich will gar nicht so viel Zeit jetzt damit verbrauchen. Ich will einfach nur schnell die finden, mit ihr quatschen. Da ist sie nicht, da ist sie nicht. Nein, da ist sie auch nicht. Mein Gott. Warum tue ich mir das eigentlich an? So. Letztes Häuschen, nein, da ist alter Sack, okay. Das bedeutet ja an sich nur, dass sie irgendwo auf der anderen Seite hier ist. Hoffentlich. Hierhin, dahin. Das gibt's doch nicht. Wo ist sie denn? Bingols Worte. That man in black suddenly started speaking some weird language. That was Long Dao. The language of the clan that used to rule Azur. Do you speak it? Not really, but I can understand it to some degree. But what made him abruptly start speaking like that? It appeared to be some sort of battlefield transformation. A side effect of his booster, perhaps. Does that mean I'll start speaking some weird language too? Then you wouldn't be able to talk to anyone. Relax, that won't happen. His booster is totally different from Tipo. And if you did start speaking some weird language, I would totally learn it so we could still talk. Thank you. Are you good with languages, though? Well, that's beside the point. Lol. Ich hab auch nichts mit Sprachen. Kannst du voll knicken. Und was ist mit dir? Puh, bin ich fertig. Diese Ladung sieht ziemlich... Achso, diese Ladung sieht ziemlich schwer aus. Das sind alles Bücher und ja, sie sind wirklich schwer. Wer hätte gedacht, dass Papier so schwer sein kann? Aber wenn ihr mir welche abkaufen würdet, würde meine Last gleich leichter werden. Was sind das für Bücher? Oh, ich habe viele seltene Fundstücke. Wie die erste Ausgabe der Chroniken von Krasnik. Für dieses Exemplar bekommt man bei einer Aktion leicht 5 Millionen Gold. Dann haben wir hier das legendäre Buch der Kampftaktiken des berühmten Edelbert. Des Dirigenten mit dem Titel Der vollendete Taktiker. Nicht nur das, es ist eine limitierte Auflage, die einen Ergänzungsband mit Gedichten des Dirigenten enthält. Und zwar mit dem Titel Schreie der Liebe. Gedichte des Dirigenten? Schreie der Liebe? Wie ist das denn auf den Markt gekommen? Ist hiermit gekauft. Vielen Dank. Moment mal. Wir haben sicher alle verrückte Dinge in unserer Jugend gemacht, für die wir uns heute schämen würden. Sollten wir als Erwachsene solche Dinge nicht lieber ignorieren, um andere peinliche Situationen zu ersparen? Was ist denn mit Rowan los? Ich schäme mich, es zu sagen, aber jetzt will ich es umso mehr lesen. Wahrscheinlich zeigt das nur, dass ich noch ein Kind bin. Ich finde, es wäre eine Schande, wenn du diese gesunde jugendliche Neugier ignorieren würdest, um erwachsener zu wirken, als du bist. Wahre Männer halten an ihrer kindlichen Neugier fest, solange sie können. Deswegen werde ich meine Neugier mit dieser Extra-Ausgabe von Rowans Meisterwerk befriedigen. Das finde ich gut. Wie grausam. Oh nein, es tut mir so leid. Das Buch wurde bereits an einen anderen Käufer verkauft. Jemand aus Sheraton, der bereits die gesamte Summe bezahlt hat. Du meine Güte, das war knapp. Oh nein, ihr habt mir mein Herz gebrochen. Es tut mir so leid. Vielleicht kann ich euch als Entschädigung dieses kostenlose Exemplar anbieten. Es ist ein ebenso seltenes Kleinod. Viel Spaß beim Lesen. Was ist das?
Sieht aus wie ein Longdao-Wörterbuch vom großen Clan von Ao Jul. Das ist dieselbe Sprache, die Wingul nach der Verwandlung durch den Verstärker benutzt hat. Das war Longdao? Die Buchhändlerin scheint uns reingelegt zu haben. Wenn es ein so großer Clan ist, warum sollte ein Wörterbuch ihrer Sprache dann selten sein? Sie hatte damit gar nicht mal so unrecht. Der Longdao-Clan operiert unter einem dualen Kastensystem. Die höheren und niederen Kasten waren nicht nur durch politische Macht getrennt, sondern auch durch kulturelle Unterschiede. Sogar innerhalb der niederen Kaste durfte nur wenige Adlige hohen Ranges die Sprache des Clans sprechen. Dieses Privileg war der Elite vorbehalten. Hallo heißt also Anna Lui, bitte vergeht mir heißt Hidigi Nun. Linguistik ist einfach nicht meine Stärke. Ich studiere Longdao während meiner Zeit beim Militär, aber es reicht gerade mal für ein einfaches Gespräch. Und was hat Wingul gesagt? Ich wünschte, ich wüsste es. Leider weiß ich nicht einmal, ob ich ihn überhaupt richtig verstanden habe. Es scheint ziemlich schwer zu sein. Vielleicht können wir eurer Erinnerung auf die Sprünge helfen? Jude, wie würde man Schrei der Liebe auf Longdao sagen? Du meine Güte, ich war mir so sicher, erfolgreich das Thema gewechselt zu haben. Mal sehen, Schreie, Schreie. Das braucht ihr nicht wirklich nachzusehen. Okay. Das war also mein Ereignis. Okay. Also ich will nach Hamil unbedingt. Aber erstmal muss ich die Carla finden. Wo ist die denn? Carla, wo bist du? Hier nicht, da nicht. Ich weiß, dass sie hier irgendwo sein muss. Aber ich finde sie nicht. Egal, was ich tue, ich finde sie nicht. Wenn es so weitergeht, dann ignoriere ich sie einfach. Dann bleibt Jude halt auf ewig einsam. Also ich fahre mal hier hoch. Okay, dann besuchen wir halt Mami. Mom, I'm home. Oh no, I dozed off again. I have to make a peach pie before Alfred gets back from boarding school. He'll be home any minute. That boy just loves it, you know. Every time I make it, he eats himself sick. Is that right? Of course, he's always been such a sensitive boy. It doesn't take much to upset his stomach. Honestly, it makes me worry for his future. Thinking about it gives me an upset stomach. Sounds like he takes after you. Oh, and he told me in his last letter that he started keeping kitty cats as pets. I believe he said their names were Jude and Mila. That poor boy. He must be so lonely. But cats are a big responsibility. Don't worry. I hear he's taking good care of them. Oh, good. It's hard not being able to see him. But what can you do? This was Alfred's decision, after all. As long as he's well, that's all that matters. I mean that. Yes, I know. So, dann hätten wir das geklärt. Okay, könnte Carla vielleicht beim Stadion sein? Möglich ist es auf jeden Fall. Und ich werde das jetzt auch überprüfen. Das kann doch nicht sein, dass sie hier nirgendwo auftaucht. Bei den Vivern werde ich jetzt nicht gehen. Da wird höchstwahrscheinlich eine Zwischensequenz gestartet und dann muss ich abhauen. Ich habe jetzt schon eine Quest über den Haufen geworfen, weil wir jetzt aus der Stadt Kanbala verjagt wurden. So, dann gucken wir mal. Wenn sie hier nicht ist, dann gehe ich nach Hamil. Definitiv. Dann ist mir Carla sowas von egal. Hier nicht, da nicht. Was mit dir?
Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Meint ihr, ihr könnt mir dabei helfen, eine mysteriöse Perle zu beschaffen? Klar. Ich benötige sie für die Herstellung eines geheimen Kital-Clan-Medikaments. Und ich benötige sie möglichst bald, also behalt euch bitte. Habe ich die nicht schon? Genau, das ist die mysteriöse Perle, die ich benötige. Jetzt kann ich das Medikament herstellen. Was für ein Medikament ist das? Wenn es ein Geheimnis des Kital-Clans ist, heilt es wahrscheinlich eine Monsterkrankheit, richtig? Eigentlich ist es genau umgekehrt. Es dient dazu, ein Monster sofort zu töten. Es ist ein Gift? Ihr habt gesagt, es sei ein Medikament. Warum solltet ihr so etwas tun? Nicht, weil wir es wollen. Aber nicht einmal wir Kital können jedes Monster heilen. Das erinnert mich an etwas, das ich mal gelesen habe. Wenn sich ein Vivan einen Flügel bricht, wird er nie wieder fliegen und an Schmerzen leiden, bis er stirbt. In diesem Fall können wir ihm nur etwas geben, das sein Leben möglichst schmerzfrei beendet. Ich denke, das ergibt einen Sinn. Es tut mir leid, dass ich euch die Stimmung verdorben habe. Aber dank euch wird ein Monster nicht mehr länger jeden Tag an Schmerzen leiden. Und wir müssen nicht dabei zusehen, wie es sich vor Schmerzen windet. Sterbehilfe, auch so ein Thema. So, Carla. Carla. Was mit dir? Nee, ich will nicht kämpfen. Warum sollte ich kämpfen wollen? Da bist du ja! Hat ja auch lang genug gedauert. I'm surprised to see you here. What can I do for you today? Carla, if you don't mind us asking, what's your relation to King Gaius? Now, I sure wasn't expecting that. Come on! I bet it's a great story! I appreciate your interest, but I get the sense that Jude isn't asking out of idle curiosity. Around the time of the Battle of Fezabel, I was betrothed to a man from the Long Dao tribe. It was an arranged marriage, but nevertheless, we fell in love with each other at first sight. Naturally, my betrothed had to go to war with the rest of his tribe, but he never came back. Because of the tsunami? No. It wasn't Gaius, was it? My betrothed was one of the Long Dao chief's aides. He wanted to make a name for himself before we got married. He must have thought that's what I wanted. So when Gaius told the Long Dao chief about the incoming tsunami, my betrothed told the chief that Gaius was out of his mind and swore that a retreat wouldn't be necessary. And Gaius went after him for that? The few people who survived the tsunami said that my betrothed was still alive after it had passed and that Gaius was with him. I can't believe it. All I know for sure is that he never came back. They never even found his body. I don't know for sure if Gaius did something to him. When I asked the king about it, he refused to answer. After the battle, my father died from an illness, and I never saw my brother Erston again. I've been alone ever since. After all that, you'd be nuts not to hate the guy. Come on, Alvin. And I bet your hatred for King Gaius is pretty much the only thing keeping you going at this point. You may be right about that. I'm sorry. Now, it's time for me to leave Shandu for a while. Where are you going? Somewhere in Azul. See you all around. So, dann hätten wir das geklärt. Was möchtest du? Ah, ihr müsst die Meister des Gital-Clans sein. Ihr habt mein größtes Mitgefühl. Ich wünschte, ich könnte etwas sagen, um das hier für euch leichter zu machen. Um was für uns leichter zu machen? Wir haben gewonnen, oder? Ihr habt noch nicht davon gehört? Tut mir leid, dass ihr es auf diese Weise erfahrt, aber der Endkampf wurde als Kopf-an-Kopf-Duell festgesetzt. Und wegen allem, was vorgefallen ist, haben die Schiedsrichter leider entschieden, dass er ungültig ist. Was? Aber sie haben die Regeln zuerst gebrochen. Wir haben Mila nur verteidigt. Ja, ich weiß. Deshalb zählt der Verstoß eures Teams auch nicht. Das will ich auch hoffen. Komm schon, Mila, sag ihm mal gründlich die Meinung. Mir ist es eigentlich egal. Wir haben es nicht geschafft, alle Exodus-Mitglieder ranzukriegen, aber wir haben unser Ziel so gut wie erreicht. Außerdem konnte ich austesten, wie groß meine Kraft ist. Bist du dir sicher, Mila? Ich meine, du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt. Mir ist es eigentlich egal. Aber ich habe eine Frage.
Unsere Gegner und die Organisatoren des Kampfes haben heimlich mit einer anderen Gruppe zusammengearbeitet, stimmt's? Das ist leider wahr. Sie haben veranlasst, dass die Regeln geändert werden und schmuggelten diese seltsamen Waffen in die Arena. Als ich es erfuhr, versuchte ich, sie festnehmen zu lassen, aber sie konnten entkommen. Ich wusste, dass Exodus damit zu tun hatte. Stimmt. Gut, dass wir es jetzt wissen. Alles, was passiert ist, ist also ihre Schuld. Und wir sind diejenigen, die disqualifiziert werden? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bitte versteht doch. Dieser Wettkampf hat eine lange und heilige Tradition. Wir können nicht zulassen, dass diese Blamage bekannt wird. Ihr verkündet also, dass der Kampf mit einer Disqualifizierung endete und könnt so alles vertuschen. So geht es eben zu in der Erwachsenenwelt. Als Entschädigung geben wir euch beim nächsten Turnier gerne eine Top-Platzierung in der Setzliste. Wenn ihr wollt, können wir euch sogar Informationen zu euren Gegnern beschaffen. Ich verzichte. Ich habe nicht vor, mein Leben für eine Trophäe aufs Spiel zu setzen. Arsch. So. Kann ich jetzt bitte nach Hamir kurz vorbeischauen? Ja, ich möchte wissen, wie es dort aussieht. Everyone's gone. And now more of my memories are gone with them. But they weren't very good memories, were they? No, but they're still better than having nothing at all. Hey, come on. The fruit trees are still here. I don't have memories of fruit. I do. I remember having fruit curry for dinner once a week. Oh yeah. The mayor always put apples in it. It was her favorite thing to make. Although, it was a little too sweet for me. Hey, wait a minute. Tipo can talk about things that Elise isn't even consciously aware of? I guess so. Then maybe Tipo can help you remember the things you've forgotten. Didn't you say Shandu looked familiar? If we use Tipo there, maybe you can remember something. That's very perceptive. If this works, Elise may even be able to learn something about her parents. That would be great! That's a really smart idea, especially coming from you, Leia. Why, thank... Hey! Well, it's good to see Elise excited again. In Leia's case, I think that was probably half inspiration and half blind luck. Alter, ja, hier sieht's ja noch ganz gut aus dafür, dass ein großer Geist hier angeblich gewütet hat. Klappe zu. Klappe auf den billigen Plätzen. Okay, wenn ich also zurück zu Xiandu reise, erinnern wir uns dann an irgendetwas? Ich glaube eher nicht. Und ich habe auch echt genug jetzt von den ganzen Nebenquests hier. Ich gehe jetzt speichern und im nächsten Part schnappen wir uns die Vivern und dann reisen wir. Reisen wir dem Tod entgegen. Tod oder Tod oder Niederlage. Beides irgendwie nicht gut. Tod oder Sieg. Das erfahren wir dann im nächsten Part. Bis dann.